Inside Racing wird Ihnen präsentiert von Dunlop. Hallo, ich bin Hinrich Romeike und das ist mein Freund und Sportpartner Marius. Und zusammen sind wir in Peking Doppel-Olympiasieger im Vielseitigkeitsreiten geworden. Und nun bewegst du deinen Hintern mal zur Seite. Ja, du taugst nämlich nicht als Beifahrer. Jetzt wollen wir ein PS gegen ein paar mehr PS austauschen. Die Hamburg-Berlin-Klassik. Automobile Schätze aus über 100 Jahren. 182 schicke Oldtimer cruisen 3 Tage über öffentliche Straßen. Der Schimmelreiter steigt um in den von ihm selbst getauften gelben Giftzwerg. Der Mitsubishi Lancer, Baujahr 1978. Mit Seltenheitswert und nie zu übersehen. Schließlich einer der ersten Mitsubishis in Europa überhaupt. Und hier mit 55 PS Hinrich Romeike inklusive Beifahrer unterwegs. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mitmache. Ich erwarte eine Schnitzeljagd für große Jungs. Ich bin natürlich schon ganz beeindruckt, was hier für Autos stehen. In keinem Museum sind so viele Autos auf einem Mal zu bestaunen. Das bei Sommerwetter. Ich freue mich richtig. Ich meine, man muss mal hören, was für Maschinen man hier hört. Das ist ja fantastisch. Unglaublich. Auf dem Weg nach Berlin der Schlüssel zum Erfolg? Durchfahrtskontrollen und Wertungsprüfungen so genau wie möglich abzuschließen. Mit von der Partie Matthias Lang, Gründer der Plattform Sports Meets Charity, auf der deutsche Sportgrößen ihre Wohltätigkeitsaktivitäten präsentieren. Bei der Hamburg-Berlin ist er Beifahrer und Fährtensucher. Ja, wir sind da schon längst drüber. Die Lichtschranke haben wir eh nicht gesehen. Diese Aufgabe ist einfach mal. Ist gemacht. So. Also wir fahren. Okay, das ist der Grund, warum die auch nicht sammeln. Weitermachen. Ja, ich bin da dabei. Okay. Tacho, Uhr und Roadbook immer fest im Blick. Im Großstadtverkehr gar nicht so einfach. Also ich finde es ist sehr kompliziert offen gestanden. Also man hat wirklich jede einzelne Fahrtbewegung hier niedergeschrieben, wo man sich dann nachrichten muss. Und das bedeutet natürlich auch volle Konzentration, die ganze Fahrt über für den Co-Piloten, zumal der Fahrer sich auf das Fahren konzentriert und unser Einziger natürlich dann durch 180 Seiten Roadbook durcharbeiten muss. 600 Rallye-Kilometer. Es geht durch 3 Bundesländer über die ehemals innerdeutsche Grenze und vorbei an idyllischen Naturparks. Regelmäßig einen Etappenstempel abzuholen, ist dabei Pflicht. Die Dunlop-Sonderprüfung steht an. Dazu ist eine perfekte Symbiose im Team gefragt. Der Beifahrer wird zum Navigationsgerät mit integrierter Stoppuhr. Beim Durchfahren der Lichtschranke geht's los. Auf der Dunlop-Wertungsprüfung hier im Heidepark Soltau fahren wir einen Rundkurs. Das heißt, die Teilnehmer müssen nicht nur einmal eine bestimmte Strecke fahren, sondern wie auf einer Rennstrecke einmal rum. Mehrere Lichtschranken müssen mehrfach durchfahren werden. Am Ende sind es 6 Seiten, die eingehalten werden müssen. Und die Teilnehmer sind nicht nur mit der Stoppuhr beschäftigt, sondern auch damit, links und rechts im richtigen Moment abzubiegen. 20, 22, 23, 25. Nicht schlecht. War gut. Sehr gut. Der Schnellste zu sein? Darum geht es hier nicht. Der Weg ist das Ziel. Zeit für spontane Pausen werden gerne eingelegt. Denn Gemütlichkeit ist Programm. Doch manch einer hinkt und lahmt hinterher. Der Älteste im Tross, quasi der Urgroßvater unter den Oldtimern. Ein Renault Grand Prix, Baujahr 1907. Hilfe ist hier sofort vor Ort. Der Reifen ist mit einem Schlauch versehen. Und dieser Schlauch hat Luft verloren. Dann ist das Ventil abgerissen. Und also war der Reifen luftlos. Und jetzt müssen wir noch einen Schlauch einziehen oder einen anderen gebrauchten, den wir noch hatten. Und dann hoffen wir, das funktioniert dann alles wieder.
Liebe zum Detail. Bis heute werden die Originalreifen identisch nachgebaut. Zunächst auf Holz, später auf verchromten Stahlfelgen. Diese Reifen werden in England gefertigt. Das sind Kleinstserien natürlich. Da werden ja, ich meine, Sie können sich vorstellen, für solche ganz alten Reifen, Fahrzeuge, die 80, 90 Jahre alt sind, wenn Sie da 50 Reifen bauen, dann haben Sie Jahresbedarf im Prinzip weltweit abgedeckt. Also die werden Hand in Hand gearbeitet, meistens in England. Und dann gehen wir halt eben durch. So, ne? Und das sind halt eben sehr wertvolle Stücke. Reifen kann man nicht recyceln. Wenn die abgefahren sind, sind die abgefahren. 25.000 Pferdestärken auf 728 Hufen nehmen bei der Rallye Hamburg-Berlin Classic teil. Nach 48 Stunden on the road, Zieleinlauf zwischen Reichstag und Brandenburger Tor. Einen charmanten 87. Platz, vorderes Mittelfeld für unseren Rallye-Reiter. Ganz tolle Eindrücke und wirklich ganz viel Spaß gehabt. Auch ganz tolle Locations kennengelernt. Ein unvergesslicher Ausritt für den Olympiasieger Hinrich Romeike. Inside Racing wurde Ihnen präsentiert von Dunlop.